Und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon gesagt, beziehungsweise in der vorletzten Folge war es, haben wir ja schon gesagt, dass wir ein wenig leveln müssen, weil der Werwolf doch ein bisschen zu stark war, wo wir dran waren. Was sehr schade ist, weil, naja, ich spiele halt eben die Spiele, bis ich die Hauptquest durch habe. Und die ganzen Nebenquests, die spiele ich dann logischerweise erst hinten dran, weil die ja... Ja, man reißt einen sonst aus der Hauptstory raus. Das ist halt das Problem. Also konnten wir jetzt leider nicht weitermachen. In der letzten Folge haben wir schon so ein bisschen nebenbei gelevelt. Also sprich ein paar Quests gemacht. Und damit wollen wir jetzt weitermachen. So, ich stehe jetzt gerade hier an der alten Mühle oder sowas. Ja, Mühle, Wegschrein Mühle. Hier oben, das habe ich aus Versehen mal offline gemacht. Weil ich eigentlich Kräuter einsammeln wollte und dann bin ich da hingekommen, war dann so fasziniert, habe total vergessen, ehrlich gesagt, auf Aufnahme zu drücken. Da ist ein Ort der Macht, das nur zur Info, da haben wir nämlich einen Fertigkeitspunkt bekommen und da, ja, ist irgendwie ein bewachter Schatz. Ich habe da zwar auch was bekommen, ich habe dann auch so einen komischen Geist erledigt, aber da gab es, glaube ich, noch irgendwie so ein Rätsel oder sowas, aber da habe ich jetzt irgendwie nichts Neues festgestellt, sagen wir es mal so. Hier sind auch nochmal zwei Fragezeichen. Da würde ich sagen, dass wir da erstmal hinreiten. Und ja, dann sehen wir uns gleich am Fragezeichen wieder. So, wir sind angekommen und es sieht so aus. Ich sage ja, die F5-Taste ist mein bester Freund. Es sieht so aus, als ob wir hier einen schwereren Gegner haben. Ein paar kleine Gegner, ich bin mir nicht sicher. Das sieht mir... Ah ne, das sind keine Wölfe. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. So, und wie zerstöre ich das? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Du hast nicht die richtige Bombe. Ja, toll. Das hätten sie mir auch vorher sagen können. Okay, zumindest haben wir einen Fertigkeitspunkt. Ja. Wir brauchen irgendeine Bombe für dieses Nest. Das ist natürlich blöd. Aber okay. Dann suchen wir uns einfach den nächsten Ort raus. Ich würde mal sagen, wir gehen hier hin. Langsamer. Also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, sind wir, genau, sind wir jetzt in der Nähe. Hier sind aber massiv Gegner. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie war das jetzt nochmal? Magische, genau, Schutzschild. Das wollte ich mal ausprobieren, wie es damit, wie es sich damit kämpft. Das sind ziemlich viele Gegner. Okay. Da ist aber ein Schatz. Okay. Komm, komm, komm. Oh, jetzt lauf doch nicht weg. Willst du mich verarschen, Wolf? Ist doch noch einer irgendwo. Da hinten. Die kommen jetzt gerade nicht rüber, oder? Und die sammeln wir nochmal. Die sammeln wir nochmal. Also die sammeln wir ein sozusagen. Nehmen wir natürlich auch alles mit. So. Hier haben wir ganz viel. Noch ein paar Innereien. Und wow, was haben wir denn da jetzt gefunden? Hingeschmierte Notizen. Okay, also anscheinend hat jetzt alles hier aufgehoben. Dreckiges Geld, neue Quest. Was ist das denn? Haben wir hier alles? So. Dann kommen die Wölfe hier nicht mehr hin. Okay, die kommen natürlich trotzdem hier hin. Ja, das schauen wir mal eben wegen der neuen Quest, aber ich muss mal eben wieder zur Straße zurück. Naja, fast zur Straße zurück. Plötzlich, du hörst dich langsam an wie ein Wolf.
Ist das gewollt so? Ach nee, nicht Inventar. Nein, 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 nein. Quest. Was war das hier mit dreckiges Geld? Moment. Es wird doch Unternehmen-Quest, denke ich mal, sein. Oder auch nicht. Schatzsuche? Schatzsuche. Lies den Brief, den du gefunden hast. Okay. Machen wir. Wenn ich nur meine Stimme wieder kriege, heißt das. Weil, sobald ich auf Aufnahme drücke, kennt er jetzt mittlerweile, seitdem ich die Grippe erwischt hatte, dass meine Stimme weg ist. Hingeschmierte Notizen. Ist das das hier gewesen? Ja, ne? Geleitbrief? Ich bin mir nicht sicher. Was ist jetzt... Lass das mit den Runensteinen doch mal. Ich kann hier nichts lesen, Leute. Hingeschmierte Notizen. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen. In der Nähe der alten Mühle, da war ich doch gerade schon, und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm, aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sack Getreide hier, ein paar Kronen dort, nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir das, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, dass wir damit mit dem Leben bezahlen. Nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Natalis Befehl jagen würden. Okay. Quest aktualisiert. Haben wir denn hier? Weil das war ja hier an der alten Mühle eigentlich. Oder ist das jetzt ein neuer Punkt? Nö, ne? Achso, da hinten. Ah, okay. Dann würde ich sagen, reiten wir doch mal dahin. Plätze. Komm schon. Aber den wollte ich euch noch kurz zeigen. Ich finde das so hammergeil vom Bild her. Ja, eigentlich wollte ich ja mit euch weiterlaufen, aber ich habe gerade gesehen, dass hier noch ein Zeichen unterwegs war. Bin mir nicht sicher, dass hier Banditen sind oder so. Hm, seltsam. Oder mal waren. Deserteurgold. Okay, dann haben wir direkt noch ein neues. Eine neue Quest, sehr schön. Oh, sind das viele. Ernsthaft jetzt? Plötze, wo bist du? Wir müssen weiter. Ja gut, Deserteurgold, da kümmern wir uns dann danach auch drum. Wir gehen jetzt erstmal zu dem... Geht's noch? Wir gehen jetzt erstmal zu der Stelle, wo wir eben hin wollten. Oder wir gehen nicht dahin, weil Plötze jetzt gerade so dämlich... Nicht nachlassen! Bewegst du dich mal? So dämlich hier rumgebackt hat, dass mich gerade jemand angegriffen hat. Ja. Ich glaube, das ist so eine Art Banditennest oder sowas. Hier oben geht es noch weiter. Komm nur. Du bist tot. Ihr seid tot. Habt ihr das noch nicht mitbekommen? Einsatz, Leute, Einsatz! Ja, da hat er wohl nicht mitgerechnet. Okay, also Schilde, ich wusste nicht, ob man die jetzt so zerschlagen kann, aber Schilde scheinen nichts Gutes zu sein. Da muss man wohl hinterlaufen. Gut zu wissen. Ist zwar logisch, aber ich sag mal, ne? Es gibt ja viele Spiele, wo man einfach draufhaut und dann ist nachher alles kaputt. Ebenfalls, ebenso wie das Schild. So komme ich da nicht ran. Hallo? Na gut. Kommt man schlecht dran. So, da kann ich nichts mehr rausholen. Da ist noch was. Dreckiges Geld aktualisiert. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Achso, da war das hier das. Oh. Ich habe gedacht, ich wäre ein bisschen zu weit. Okay, ja gut. Also nicht zu weit, noch nicht weit genug, habe ich gedacht. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, ich habe vergessen, wie jetzt das andere hieß. War das auch eine Schatzsuche? Genau, Deserteurgold, das war das. Lies den Brief, den du gefunden hast. Okay, nein. Der, denke ich mal.
15. Tag der Observation. Sind wieder im Lager, haben haufenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstungen und Waffen. Aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag der Observation. Vor Tagesanbruch kam ein Bote ins Lager. Gab große Aufregung. Sie sollten sofort eine Gruppe zusammenstellen, um die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 17. Tag der Observation. Sie haben die Truhe nicht zu weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher rankam. 18. Tag der Observation. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesen Außenposten abbestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschleichen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Okay. Dann schauen wir mal. Wo haben wir denn das Deserteurgold? Hier vorne in der Stadt. Okay. Würde ich sagen, reisen wir doch mal zur Mühle. Plötzlich ernsthaft? Du kommst immer auf unmöglichen... Nee, jetzt back hier nicht wieder rum. Ja, Plötze. Also, da reden wir jetzt mal nicht drüber, würde ich sagen, ne? Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Achso, das sind... Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Alle zusammen, Leute! Sagt doch, dass das Gegner sind. Enthalten und kämpfen. Wo ist der andere? Nee, in der Richtung? Nein. Ich wollte es einsammeln, aber okay. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Ich hab dem die Haare abgeschnitten. Hab ich das gerade richtig gesehen? Also, in dem Moment, als ich ihm den Kopf quasi, also als ich den Kopf kürzer gemacht habe, habe ich ihm die Haare mit abgeschnitten, oder was? Plötze? Alles gut, die sind tot. Alles gut, ich bin's nur. Da liegt zwar noch ein Arm rum und so, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, der kann dir nichts tun. Das kann ich nicht nehmen, okay. So, aber wir sind noch nicht fertig. Aber ich muss sagen, dieses, dieser Schutz, glaube ich, der ist ziemlich gut. Komme ich hier rein? Kann ich hier so... Einfach, okay, gut. ja. Sagt er da auch irgendwas? Kann ich da, muss ich das... Ach so, Moment, da gab es doch das hier, ne? Ja. Nee, ich will aber... Quinn mal, ich wollte gerade sagen, werde ich jetzt hier angegriffen? Okay. Na, na, na. Hier ist alles rot. Schema Jägerhandschuhe. Heißt das, wir können die dann selber herstellen? Deserteurgold. Aktualisiert. Abgeschlossen. Sehr schön. Ja, cool. Darf's auch gerne laufen. So, hier haben wir nichts mehr, ne? Sehe ich nichts mehr. Okay. Plötzlich weiß nicht, warum du abgehauen bist. Keine Ahnung. Das nehmen wir noch schnell mit hier. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn noch? Also da oben fürs Ghoulnest. Ach so, da könnte ich mal eben gucken. Glossar. Habe ich hier Ghule drin stehen? Ghule müsste ich doch eigentlich. Dagegen habe ich doch schon gekämpft, ne? Also gekämpft, klar. Wirksam im Kampf. Aber das ist ein Öl. Das ist keine Bombe. Ghule und Graveure sind schwer zu beschreiben. Tja.
Das ist eine gute Frage. Also, wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, was man für eine Bombe braucht, um so ein Ghoul-Nest zu zerstören. Ich hätte jetzt einfach draufgehauen, aber offensichtlich reicht das ja nicht. Ich weiß nicht, Nekrophagenöl. Ich weiß nicht, ob es eine Bombe gibt, die so ähnlich heißt. Keine Ahnung. Alchemie, öffne jetzt mal. Absunde. Tränke. Da oben sind Bomben. Moment. Bombe kenne ich jetzt nur eine. Ah, zerstört Monsternester. Wo zur Hölle habe ich Calcium her? Vielleicht sollte ich mal gucken bei der Kräuterfrau, ob ich das da kaufen kann. Wahrscheinlich ist es aber sehr teuer. Ich habe nur 76 Gold. Ja gut, aber ich könnte ja vorher noch was verkaufen. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf zu irgendeinem Dorf, verkaufe mal die Sachen, die ich jetzt nicht brauche, die ich jetzt mit eingesammelt habe und gehe dann mal zur Kräuterfrau, ob die eventuell Calcium hat. Weil ich denke, wenn da steht, zerstört Monsternester, müsste das ja für alle gelten. Ja. Wo ist denn am besten die nächstgrößte Stadt? Ist das bei der Klagebrücke eigentlich, oder? Die Frage ist, ich sehe da nur den Wirt. Ich sehe da jetzt keinen. Das ist ein zerstörtes Dorf. Nordische Garnison. Ja, da könnte ich jetzt Ritterrüstungen und so verkaufen. Ne? Da war so ein Typ. Ich weiß nicht, ob wir... Was ist mit dem hier? Ist auch ein Schleifstein. Oder ich gehe mal zur Sägemühle. Also ich gehe mal zur Sägemühle, mal gucken, ob ich da gut was verkaufen kann. Und ja, hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich soweit alles erledigt habe. Und wir dann bei der Kräuterfrau mal eben nachgucken können, ob die das Calcium hat. Bis gleich. Sei gegrüßt. Hast du was anderes im Angebot als nur Hacken und Hufeisen? Natürlich habe ich. Es ist zwar nicht Wüsima oder Mahakam, aber ich bin ein fähiger Schmied. Ja, dann, zeig mir mal deine Waren. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ah, ich habe gerade was festgestellt. Wenn man bei einem Schmied, war es glaube ich, ist, kann man nicht nur handeln, sondern oben auf Handwerk klicken. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, was zu reparieren. Ich denke, das verwendete Ausrüstung reparieren. Oh, ist das teuer. Gut, aber die reparieren wir mal. So, was ist das hier? Ach so, nee, da zeigt das nur an. Okay. Und da steht nun auch zerlegen. Jetzt weiß ich endlich, wo wir die Dinge zerlegen können. In diesem Fenster kannst du Gegenstände, die du nicht benötigst, zerlegen und einige ihrer Komponenten bergen. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das eigentlich möglich ist. Hier siehst du Gegenstände. Ja, ja, hier siehst du, welche Komponenten nach dem Zerlegen übrig bleiben. Das ist irgendwie alles logisch, Leute. Hier siehst du, wie viel es dich kostet, diesen Gegenstand zu zerlegen. Wieso soll es mich was kosten? Hallo? Drücke zum Zerlegen den ausgewählten Gegenstand. Wenn der Gegenstand verbessert wurde, bleiben die Verbesserungen erhalten. Ich will jetzt natürlich hier nichts von mir. Aber wir hatten hier jetzt zum Beispiel, das habe ich mal behalten, weil das ist Meistergegenstand. Und Meistergegenstand hat sich für mich so angehört, als ob man da vielleicht irgendwie was Besseres rauskriegen könnte. Kostet mich 5, aber würde ich trotzdem gerne mal zerlegen. Leder und Fellstück. Wolfsfell. Steht jetzt in Klammern 576. Würde ich die bekommen, wenn ich das so verkaufe? Oder würde ich die bekommen, wenn ich das zerlege und das wiederum verkaufe? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Weil ich meine, ich habe eben viel kleineren Preis gehabt. Oh, und ich habe jetzt auch 8 Silbererz. Ach, Silbererz kann man auch nochmal verkleinern und dann Silber daraus machen. Aha. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Okay. Was haben wir denn hier noch? Schnur. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen
verwendet. Die habe ich aber irgendwie neu dazu bekommen, oder was? Keine Ahnung. Die habe ich vorher auf jeden Fall nicht drin gehabt. So, dann zerlegen wir das jetzt auch noch eben. Und haben einen Silberbarren daraus bekommen. Okay. Ein Tintenfass kann verkauft oder ein Handel. Das ist aber normaler Plunder. Das habe ich nicht. Nee, das habe ich danach wahrscheinlich noch geklaut eben. Natürlich nur geborgen. Was ist das? Fälle eines weißen Wolfs. Hier haben wir noch blaue Sachen. Stahlbarren. Stahlblech. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Handwerkszutat. Ach so, das Blech selber ist eine Handwerkszutat. Handwerkszutat, Handwerkszutat. Ja, dann lassen wir die mal drin. Was ist das hier? Alchemie. Okay. Alchemiezutat. Ja. Okay. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob man das jetzt bis aufs Kleinste noch zerlegen soll. Das Brotmesser hatte ich eben auch verkauft. Das können wir dann auch gleich nochmal beim Händler verkaufen. Hier so ein Hasenfell zum Beispiel. Ist Plunder. Okay, würde ich Fellstück rauskriegen. Fell bräuchte ich wahrscheinlich, um irgendwas zu machen. Ich meine, gut, das kostet mich jetzt nicht viel. Das kann ich jetzt mal zerlegen. Altes Ziegenfell. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt 144 so kriege. Andererseits, ich brauche die Lederstücke wahrscheinlich auch, um Dinge herzustellen. Kostet mich 30, das zu zerlegen. Das ist abartig, die Sachen zu zerlegen. Ganz ehrlich, seit wann kostet das einen was? Das ist ja total bescheuert. Gut, das kostet mich wirklich zu viel. 120 für 12 ist auch zu viel. 7. 7 können wir noch machen. Das ist noch ein einfaches Fell. 25. Gut, da ist gehärtetes Leder bei. 13. Ich lasse die Sachen erstmal so. Man kann die ja sonst immer noch verwerten später. Das wollte ich euch aber nur zeigen. Wenn ihr selber noch nicht gespielt habt oder es halt selber nicht wusstet, so wie ich beispielsweise. Ich hätte gern, dass du mir was anfertigst. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Ah, da kann man sich dann was aussuchen. Okay, verstehe. Oder auch nicht. Moment, ich muss wieder auf A drücken, oder? Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstands. Erforderlichen Dinge, das ist klar. Alle Handwerker müssen essen, bla bla bla. So, kann ich mich immer noch nicht bewegen? So. Okay, also das, was er herstellen könnte, das wäre auf jeden Fall schlechter. Leb wohl. Okay. Ja, aber haben wir schon wieder was dazugelernt. Dann schaue ich mal, ob ich noch eben... Ein bisschen Geld habe ich ja jetzt, ob ich diese Kräuterkundlerin da noch wiederfinde. Und ob ich da Calcium was, glaube ich, noch holen kann. Bis gleich. Was sehen meine müden Augen denn hier? Es tut mir leid, Frau Kräuterkundlerin, aber ich muss Ihnen leider mal eben Ihren Bestand an Wildpflanzen klauen. Ist hier noch irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe? Nee, sieht nicht so aus. So. Aufnehmen. Die sind am Jagen gerade. Oh, da ist noch was. Muss so ein bisschen aufpassen, nicht, dass sie mich hier gleich von hinten angreifen. So, Frau von und zu. Haben Sie noch was hier drin in der Hütte? Nee, haben Sie nicht. Dann gucke ich jetzt noch mal eben schnell. Alchemie. Bomben. Achso, das war offen. Zerstört Monsternester. Also Calcium Equum. Oder Equum. Calcium Equum brauchen wir. Ja? Ich hätte gerne einmal Calcium Equum. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Ich brauche keine Kräuter, ich brauche Calcium EQ. Warte mal, ist das hier unten?
Scheiße viel. Moment, ist das... Ach so, nee, Moment, das ist 40. 280 ist für alles, oder? Hoffe ich doch mal. Wir nehmen... Wir brauchen eigentlich... Wir nehmen mal 3 davon. Vielleicht haben wir ja noch mal irgendwie was, dass wir dann so eine Bombe herstellen müssen. Gut. Ich möchte jetzt nichts verkaufen, weil ich keine Ahnung habe, was ich tatsächlich brauche. Was hat die denn hier oben noch alles? Herausgerissene Seite. Greifenabsund. Oh... Das hätten wir vielleicht bei unserem ersten Boss nehmen können. Herausgerissen Seite, Mittagserscheinungsabsund. Ah, das hätten wir, glaube ich, bei der Dame am Brunnen benutzen können. Sehr schön. Trollabsund. Ich will gar nichts davon hören oder wissen, glaube ich. Weiße Möwe, Rezept zur Alkoholherstellung. Ja, Alkohol brauchen wir nicht. Greifen könnte natürlich sein, dass wir nochmal mit denen zu tun haben. Aber ich hoffe, dass ich mir das jetzt nicht kaufe und schon kenne. Ich kaufe es mal. Ne, neues Handwerksschema. Okay, gut, immerhin. Dann Mittagserscheinung. Und wir nehmen vorsichtshalber auch mal das gegen die Trolle mit, würde ich sagen. Gut, Alkohol ist nicht so wichtig. Können wir uns eh nicht leisten. Die hat aber schon schöne Sachen hier. Oh, Alchemie, Moment, da kann man auch drauf gehen. Ach so, ja cool. Das ist dann im Endeffekt das gleiche, wie wir jetzt unterwegs machen. Bomben. Blendet Monster im Explosions zerstört auch Monsternester. Mhm. Dann ist das doch eigentlich besser als das, oder nicht? Aber das ist einfacher herzustellen. Für Gegnern im Explosionsradius Schrapnellenschaden zu, was auch immer das sein soll. Bewirkt etwas Feuerschaden, zerstört Monsternester. Plus 250 Silberschaden plus Feuerschaden. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, was besser ist. Also günstiger wäre auf jeden Fall das hier unten, weil das weniger von diesen Zeugs da braucht. Und wir haben das jetzt extra gekauft. Blende geht ja mal. Wir machen jetzt hier erstmal eins von. So. Erfolgreich hergestellt. Sehr schön. Dann können wir aber auch noch mit ihr reden. Eine Frau namens Claire. Moment, das ist aber nicht die eine, die wir jetzt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Die 10 Erfahrungspunkte, oder? Ach so, 10 Kronen. Warum hat die mir jetzt Geld gegeben? Und Salpeter. Also, ich weiß nicht, ob Kronen jetzt Geld ist. Oh. Oh, hat die mir das gerade alles gegeben? Oder sind das noch die Sachen, die ich mir draußen geklaut habe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wenn sie mir das gegeben hat, dann Dankeschön, die Dame. Aber ich wollte noch mal kurz mit dir reden. Ja? Die ist übrigens sehr sympathisch, muss ich dazu sagen. Ich meine, das waren jetzt die, also worüber die jetzt geredet haben, das war doch die, die am Brunnen war, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, weil die ganzen Namen ist natürlich, ja... Wo ist Lena? Ist was passiert? Sie ist verschieden, kurz nachdem du weg warst. Du nimmst mir meine Entscheidung übel, ich verstehe. Aber glaub mir, meine Tränke hätten nicht geholfen. Nun, da muss mir dann dein Wort reichen. Welche Entscheidung? Hallo? Ich hätte ihr geholfen? Habe ich was verpasst? Habe ich irgendjemanden jetzt übersehen? Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig.
Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Ja. Leb wohl. Hättest ja jetzt auch noch ein bisschen netter sein können, Geralt, ne? So nach dem Motto, was weiß ich, irgendwas über ihre Geschichte sagen oder so, anstatt einfach so, ja, ich hau dann ab, tschö. Also, so geht das nicht. Hier haben wir auch nochmal Sachen, die wir nehmen können. Okay, sehr schön. Nein, du sollst auf die andere Seite gehen. Komm, geh auf die andere. Nein, nein. Ja, oder hat, achso, der hat das schon angenommen. Das hat der, das hat so einen weiten Radius, finde ich. Den hat er aber nicht angenommen. Das ist teilweise echt heftig. Da hinten liegt eine Leiche. Ist das meine Leiche? Also, habe ich die hinterlassen? Moment, wo ist das denn genau? Die wird hier gar nicht angezeigt, die Leiche. Okay. Können wir von dem irgendwas looten? Hier waren ja eben Wölfe, ne? Da ist noch was. Ach, das ist keine Leiche. Das ist... ja, okay. Nee, da gehe ich nicht ran. Das kriege ich nie hin. Plötze. Es wäre schön, wenn du auch mal bei mir bleiben würdest. Ja. Plötze wollte mich schon verlassen. Und ich werde es jetzt auch. Also euch verlassen für die heutige Folge. Wir schauen dann mal in der nächsten Folge, ob wir dieses Nest zerstören können, was wir dabei bekommen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar andere... Ich wollte gerade sagen... Hallöchen. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar andere Orte finden, wo wir Gutes tun können oder einfach nur ein bisschen mitgehen lassen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao.